Hier mein Fenster. Ich kann kaum etwas erkennen, aber... Irgendwo hatten wir hatten noch auf jeden Fall schon mal... Das haben wir für das Segel benutzt. Wir hatten irgendwo so eine... So ein Stück Stoff. Tja... Hier scheinbar nicht. Das bringt nichts. Naja, dann könnte ich... Oh. Können wir die Lianen abhängen hier? Die... Ich meine hier die... Die Girlanden. Nicht wirklich. Warten bis nachts wird das, glaube ich, keine richtige Option. Ja, ich muss dunkel machen. Okay. Das Kloster runter. Okay, aber wie kommen wir dann hinein? Vielleicht durchs Fenster. Sirenen draußen zu hören. Ich mach gleich das Fenster zu. Das Kloster runtergefahren. Das können wir vielleicht irgendwie das Fenster durch, weil wir da noch einen gemacht haben. Genau. Ich kann kaum etwas erkennen, aber da scheint ein Raum zu sein. Okay, wir kommen jetzt ins Fenster, durchs Fenster. Da ist das Gitter im Weg. Da komme ich nicht dran. Okay, wir machen das Gitter da weg. Ein Tipp. Natürlich, dachte ich mir. Ich muss im Kloster. Aber wie kann ich dann. Achso, vielleicht durch das Fenster durch. Macht Sinn. So. Hinauf. Noch höher kann ich. Hinunter dann halt. Und hinein. Achso. Sekunde. Ab ins Kloster. Durchs Fenster schauen. Ich stelle fest. Das nicht feststellen. Ich stelle fest, da ist ein Loch in der Scheibe. Sehr gut festgestellt. Von hier aus sieht das Rauf-Symbol. Okay. Nein. Großartig. Jetzt haben wir einen Übersetzer. Leinwand. Schickes Logo. Der Projektor scheint im Standby-Modus zu sein. Dazu fällt mir nichts ein. Okay. Dreh die drei Räder um die Projektion. Ach du Schande. Ein Rätsel. Sekunde, ich mach kurz das Fenster zu und dann lösen wir hier das Rätsel. Sekündchen. Das Fenster ist nicht weit weg. Wir müssen die Nachbarn nicht mehr mithören. So, ein Rätsel, na toll. Okay, Projektion. Was willst du nur von mir? Okay, das ist offenbar ein... Dings, Dings? Tschö, tschö. Okay, das ist dann wohl nix, nix. Okay, ein Dreieck. Ach, jetzt müssen wir es übersetzen. Ist das ein Windbrunnen? Gungun. Ah, Gungun heißt Windbrunnen. Gungun. Windbrunnen. Aha, okay. Gungun heißt Windbrunnen. Dazu fällt mir nichts ein.
was war nochmal Windbrunn? Okay, kennt ihr Gungun? Aha, Gungun. Okay, das kennen wir so. Jetzt müssen wir hier Sachen draus basteln. Okay, damit können wir noch bestimmt ein Basil draus machen. Oh, und das ist ein... Ja, können wir doch ein bestimmt Basil draus machen. Dann ist das Dreieckchen entfernen. Und dann haben wir ein Phosphos. Oh, ein Phosphos. Phosphos. Phosphos heißt in eurer Sprache auch Phosphos? Phosphos? Interessant. Das macht ja Sinn. Wir müssen ausprobieren. Das Dreieck brauchen wir auf jeden Fall mit den Basilien. Oh je, ein Basil. Basil das macht Sinn. Ja, ich fühle es. Die großen, angsterregenden Dinger. Jetzt müssen wir irgendwie einen Windmönch zusammenbasteln. Wir könnten Windmännchen aussehen, was brauchen wir dafür? Okay. Das ergibt absolut gar keinen Sinn. Und hier ein Viereck. Ich kann aber damit schon was anfangen. Da schon mit ihm mit den reden. Hallo, kann ich euch noch mal was fragen? Wir verstehen die bestimmt nicht alle, aber das verstehen wir jetzt. Windbrunn. Gungun? Hm? Aha. Okay, er will anscheinend das nächste Wort. Phosphos. Tschö. Das hat ja nicht so gut geklappt. Okay. Dazu wissen wir noch nicht alle Sachen. Hallo, kann ich euch... Brauchen wir noch mehr Sachen. Windbrunnen. Gungun? Hm? Aha. Dazu passt sehr okay. Gut, dass... Er will anscheinend das nächste Basil. Wort. Basil. Hm? Das hat ja nicht so gut... Okay, da müssen wir hier noch einiges herausfinden. Das würde nicht... Schickes Logo. Okay, aber wie können wir daraus einen Windmensch machen? Symbol des Windmenschs. Okay, wollen wir hier auch nichts tun. Kreise und die Linien müssen noch irgendwas bringen. Schreck. Hilfssystem. Bin ich immer so schummeln, aber vielleicht. Ja, okay, das wissen wir. Okay. Kleiner Hinweis vielleicht. Der drei verschiedene Sprachen, okay. Ach, genau das brauchen wir. Ah, okay. Was? Die drei Symbole müssen wir erlernen.
Die ergeben das Wort Windmensch. Ah, okay. Das ist ja unlogisch. Ich komme nicht raus. Das könnte an. Okay, das war einmal ein Hochlied spielen. Ne, das Runterlied. Dann ist es hier zu hell dafür. Dann müssen wir das Bild uns merken. Die drei Symbole ergeben Windmönch. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Zum Schubfelsen. Windbrunnen haben wir schon. Was willst du nur? Das würde nicht funktionieren. Das erinnert mich an etwas. Ist das ein Windbrunnen? Okay, ein Windbrunnen, da haben wir hier. Das sieht irgendwie aus wie ein Asposa? Windbrunnen, Asposa und eine Karotte. Diese Nase, die elegante Form, ein Erdbeer. Also Windbrunnen, Asposa, Erdbeer. Also Windbrunnen, Mensch, Karotte. Okay, ich versuche es mir zu merken. Eine Karotte, ein komischer Mensch mit. Da brauchen wir Dreieck, da brauchen wir wahrscheinlich die zwei, ein Dreieck. Hier brauchen wir Viereck, die zwei, okay. Verstehe, machen wir das als erstes. Dann lernen wir das. Ich habe schon eine Idee, wie wir das hinkriegen. So, hier hinein. Das Hochlied spielen. Das dauert hier aber länger als Oberfläche. So. Ja, die beiden brauchen wir auf jeden Fall dafür. Hier brauchen wir ein Viereck. Hier brauchen wir noch ein Dreieck. Das sieht aus wie ein Asposa. Genau das. Zeus! Okay, Asposa bedeutet Zeus. Okay, jetzt wissen wir. Basilien braucht man nicht, wir brauchen eine Karotte. Jetzt müssen wir diese seltsame Karotte darstellen. Wenn ich mich noch irgendwie an die erinnere. Machen wir hier erstmal auf nix. Das könnte gut für die Karotte sein. Ja, das hier, das könnte die Karotte darstellen. Das ist noch hinten den. Soll das eine Kartoffel sein? Ach so, ein Erdbeer. Ein Erdbeer. Ah, okay. Dann haben wir es doch jetzt. Wir können auch weitere Sachen erfinden, aber das brauchen wir ja nicht. Windmensch. Hallo, kann ich euch noch mal was fragen? Okay. Windbrunnen? Gungun? Hm? Aha. Okay, er will anscheinend das nächste Wort. Also Gungun. Zeus. Hm? Gungun Zeus. Gungun Zeus. Okay, er will anscheinend das Gungun nächste Wort. Gungun Zeus und noch was. Gungun Zeus. Und das hier. Gungun Zeus. Sehr schön. Genau. Das heißt also Windmensch. Alles klar. Letzte Windmensch. Oh Gott sei Dank. Lass mich raten. Asposien braucht euch. Ich habe schon gedacht. Ihr müsst sofort den Thron übernehmen. Böse Überraschung. Ich hab's. Oh. Nein. Was? Das. Nein. Okay, da habe ich was anderes erwartet. Ich dachte, Conroy kommt daraus spaziert. Sicher, dass das der letzte ist? Dass wir den die ganze Zeit hören, weil er nicht noch einen, der letzte Windmensch ist. Eine Nummer größer? Brauchen wir einen Wachstumstrank. Au! Wer soll denn Asposien jetzt noch retten? Du.
Du Blödkopf. Na dann, nicht mal das kann ich. Vielleicht in 20 Jahren. Dann kannst du offiziell Windmönch werden. Wenn da noch irgendwas von Asposien übrig ist. Alles klar. Ich kann mich nicht um dich kümmern. Ich hatte mal einen Backstein als Haustier. Er ist weggelaufen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Wie soll ich König sein? Ich habe immer noch seine Stimme im Ohr. Dann verscheucht dir die Stimme aus deinem Kopf. Vollidiot! Robert, wie schaffst du es jeden Tag, nicht an deiner eigenen Dummheit zu sterben? Robert, hör auf, die Wachsfrüchte zu essen. Dabei sahen die immer so lecker aus. Und ich hatte solchen Hunger. Ich musste mich immer mit dem verdammten Igel ums Essen prügeln. Gute Zeiten. Sei endlich still! Ich habe mein Leben lang im Keller einer Kathedrale gehaust. Unter einem Mann, der mich nicht mal seine Brotkrumen hat essen lassen. Du undankbarer kleiner Rotzlöffel. Ich hab dich großgezogen. Jetzt besiegt ihn endlich uns. Du warst die einzige Familie, die ich jemals hatte. Lass ihn sterben. Aber du hast mich nicht geliebt. Du hast mich nicht mal gemocht. Ich hab mich so oft gefragt, warum du ausgerechnet mich mitgenommen hast. Glaubst du, du wärst jemals ein guter König gewesen? Simba, erinnere dich an deinen richtigen Vater. Selbst wenn ich dich bei ihm er lebt in dir. Hätte, mein trotteliger kleiner Novize. Ich bin kein Trottel. Du bist ein Monster und ich habe dich besiegt. Du wirst mich niemals besiegen. Verschwinde! Ist weg. Verschwinde und komm nicht wieder. Hast du wohl nichts mehr. Alter, versteinerter Mistkerl. Oh. Hey, nicht weinen. Wein der Babywindmönch. Armes Kerlchen. Ah, wie ich sehe, habt ihr euch endlich kennengelernt. Was, die war die ganze Zeit hier? Ihr konntet mir nicht einfach sagen, dass der letzte Windmönch ein Baby ist? Warum habt ihr kannst mich nicht hinführen? Hierher geschickt. Hätte ich dich hier gar kennst und du den Wind ist, wie ich schon hier warst und. What the fuck? Du wärst bis ans Ende der Welt vor Conroy. Du musst jetzt hier das ganze Rätsel lösen und zwar die ganzen Rätsel, die Schrofe und das ist die Windmönch und anderen. Er ist nun mal leider ein Teil von dir. Aber du bist auch ein Teil von dir. Der gute Teil. Warum hörst du denn nicht lieber auf den? Also. Habt ihr das nur gemacht, damit ich was über mich selbst lerne? Alles klar. Warum habt ihr mir das nicht einfach gesagt? Manche Dinge muss man selbst herausfinden. Ich verstehe. Hui, na fein. Dann habe ich jetzt wohl ein Baby. Na, was? Sehr toll. Nein. Aber... Setz das hin. Das gehört dir nicht. Naja... Als König könnte ich doch eigentlich... Junge, wir fangen klein an. Du kannst vielleicht ein Land regieren, aber denk nicht, dass du bereit bist, dich um ein Baby zu kümmern. Das stimmt allerdings. Aber es ist so niedlich. Hey, kleines Baby. Bubi, bubi, bubi. Obwohl das mit dem Land regieren... Naja, da wäre ich mir nicht so sicher. Oh Mist, stimmt. Na, das ist auch etwas komplizierter. Danke, Mama Dola. Mach's gut, Kleiner. Ich weiß nicht ganz, was leichter ist, ein Land zu regieren oder ein Baby aufzuziehen. Was macht ihr denn hier? Bin unsicher. Oh, hallo. Das ist mein neuer Standort. Das ist ziemlich schwierig. Ich glaube, er ist prima. Ich habe weit und breit keinen anderen Laden gesehen. Weißt du, wie man das nennt? Monopol. Hey, vielleicht wäre das ein gutes Spiel. Was denkst du? Ja, aber wie seid ihr hierher gekommen? Mein Laden hat Räder. Oh, wie praktisch. Möchtest du noch eine Wundertüte haben? Ich geb sie dir für Geld. Let's play Monopoly. Leider habe ich gerade keine Zeit dafür, aber
Hey, was haltet ihr davon, Sachen in Oberasposien zu verkaufen? Sind da viele Leute? Ja, es soll eine große Hinrichtung geben. Ich meine, nein. Keine Menschenseele wird da sein. Ihr werdet der Einzige mit einem Laden sein. Der Rest wird hingerichtet. Also, wenn ich es nicht verhindern kann. Ha! Du appellierst an den Geschäftsmann in mir. Steig ein! Ach du Schreck. Kommen wir zum Finale, oder? Was? So sieht's zumindest aus. Wow, das sieht nicht gut aus. Ich frage mich, wo Laura ist. Du hirnverbrannter Vollidiot. Kannst du es nicht begreifen oder willst du es nicht begreifen? Laura? Sie muss da irgendwo sein. Ich habe es dir doch die ganze Zeit gesagt. Conroy hat die Basilen gebaut, um die Macht an sich zu reißen. Er hat euch die ganze Zeit zum Narren gehalten. Genug! Ihre Eminenz Abt Conroy würde das niemals tun. Du hast den Basilenkopf weggebaut. Und du wagst es, diese Scheußlichkeit hierher zu bringen? Warum er will es natürlich nicht wahrhaben lassen, wie ich schon gesagt habe. Vor deiner Nase. Und du weigerst dich, sie zu sehen. Du willst die Wahrheit nicht sehen, oder? Du hast Flötennasen und dir ist einfach jedes Mittel recht, um sie loszuwerden. Ruhe! Ich! Bin selbst eine Flötennase. Oha. Du wirst mit ihnen untergehen. Sie alle werden untergehen. Aber wieso? Ihr alle werdet am Grunde dieses Brunnen verrotten. Moment, Moment. Aber wenn du eine Flötennase bist, dann vernichtest du deine Familie. Du kannst doch deine Familie nicht umbringen. Sie haben mich verstoßen. Conroy hatte recht, als er... Conroy ist ein Monster. Conroy hat mich gerettet. Er hat uns alle gerettet vor diesem Abschaum. Und nun werde ich diese Welt vor ihnen retten. Und wenn Conroy wieder da ist, was dann? Oh, dann brechen goldene Zeiten an. Zunächst wird er mich zu seiner rechten Hand ernennen. Dann werde ich seine rechte Hand. Warum eigentlich nicht die linke? Eine Flötennase. Vielleicht können wir das mal rausposaunen. Eine Flötennase. Sag's noch lauter. Ich muss mich beeilen. Laura kann ihn nicht ewig aufhalten. Und wird er in den Brunnen geschubst. Ich muss es allen erzählen. Oh nein, sie werden mir nicht glauben. Denk, Robert, denk, hast denk, du ein Fotoapparat mit? Oh, ich kann das nicht. Ich wusste, dass ich machst das nicht kann. Nein. Robert, reiß dich zusammen. Du bist der König. Du kannst das. Wer ist der König? Ich bin der König. Sie sind der König? Was? Nein. Naja, nein. Ich bin nicht der König. Noch nicht. Egal. Emil ist eine Flötennase. Das müssen alle sehen. Nur so werden sie mir glauben. Da hinten wird er gleich reden. Aber wie komme ich überhaupt zum Brunnen? Den Nasenstöp abziehen. So können wir es am besten beweisen. Ich glaube, wir ziehen die Nasen schon wieder auf, bevor wir rübergehen. Müllschacht. Am besten, wir schießen Futter. Wir haben kein Futterapparat. Ich könnte reinsprechen. Aber warum? Das scheint unter den Brunnen zu führen. Aha. Dann können wir ihn vielleicht irgendwie auf irgendeine seltsame Weise austricksen. Da ist jemand eingesperrt. Onkel Boa. Hallo, ihr da in der Zelle. Oh, hallo, junger Freund. Seid ihr eine Flötennase? Ach, jetzt ist es auch egal. Ja, Flötennase und stolz darauf. Sehr gut, ich auch. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Kann ich Ihnen auch ein paar stellen? Warum sind Sie hier draußen und ich bin hier drinnen? Tja,
warum steht ihr nicht auf der Planke über dem Windbrunnen? Das ist doch eine recht persönliche Frage. Entschuldigung. Ach, sie haben so viele Flötennasen gefangen, dass sie uns in Schichten hineinwerfen wollen. Bestimmt kein schöner Gedanke. Ja, ich würde mir wünschen, dass ihn irgendjemand aufhält. Ich werde ihn aufhalten. Das ist ja sehr rot-weiß-schwarzen Flaggen. Aber warum haben Sie das nicht vor 4 Jahren gemacht? Ich war versteinert. Ach so. Na, sehr toll. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Diktator Emil ist eine Flötennase. Ja, ich habe sie vorhin gehört. Wir müssen dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. So weit war ich auch schon. Aber wie? Ich komme nicht an ihn ran. Wenn die Hinrichtung stattfinden soll, wird er hinten am Brunnen stehen. Aber dann müssen wir ja durch das Rohr sprechen und da irgendwas. Warum nehmen Sie nicht aber einfach die 2 Tunnel? Wie? Ja, wie soll es jemand glauben? Einen Tunnel. Wir sind die Götter und Hurra und so. Den Tunnel, von dem ihr gerade gesprochen habt. Unter dem Windbrunnen. Es gibt Tunnel unter dem Windbrunnen? Die sollten Sie nehmen, um zu Emil zu gelangen. Okay, Tunnel unter dem Brunnen. Wie komme ich in den Tunnel? Sie meinen, ob es einen Eingang gibt? Ganz genau. Keine Ahnung. Aber woher wisst ihr von dem Tunnel? Ich war drin, hab die Tunnel ausführlich erforscht. Und wie seid ihr dann da reingekommen? Na, durch den Eingang. Aber wo befindet sich der Eingang? Also wenn ich das noch wüsste... Ach du Schande. Das ist Jahrhunderte her. Er ist ja wirklich also keine Hilfe. 40 Jahre. Es war die aufregendste Reise meines Lebens. Naja, vielleicht wenn wir gemeinsam überlegen. Vielleicht fällt euch dann wieder ein, wo sich der Eingang befindet. Okay, also, es begab sich einst, dass ich als junge Instrumentennase auszog, um Asposien zu erkunden. Sind's auf einmal Instrumentennasen? Ich hatte von einem geheimnisvollen Schatz gehört, den zu suchen ich aufbrach. Ausgestattet mit nichts als... Oh, meine Nase. Was war das noch? Ach du Schande, ein Rätsel. Wasser. Also, ich hätte einen Eimer Wasser mitgenommen. Ach stimmt, man kann nie genug Wasser haben. Also ich zog los Richtung, ach Mist, wo wollte ich nochmal hin? In die Wüste, in die Magnesberge. Tja, würde man sagen Magnetberge. Vielleicht, zu den Magnetbergen. Die wollte ich auch schon immer mal sehen. Stimmt, ich auch. Also, ich trug meinen Eimer Wasser so durch die Magnetberge. Ach, in die Wüste wäre es logisch. Glaubst du, was geschah? Wasser in die Wüste tragen. Tja, natürlich ist in diesem Moment ein Monster aufgetaucht, aber nicht die freundliche Art. Was für ein Monster war das noch? Oh je, es wird ein schlimmeres Rätsel. Flügelter Gulub, fauliger Fauch, windiger Winzling. Ein Gulub. Ha, war es vielleicht ein geflügelter Gulub? Ja, richtig. Mit meinem Eimer Wasser habe ich ihn einmal ordentlich nass gemacht, was ihm klingt absolut unlogisch. Spaß zu machen schien. Er hat sich überhaupt nicht mehr um mich gekümmert. Ich bin dann gegangen. Moment, das hört sich irgendwie nicht richtig an. Ach. Ich glaube, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Und wo war jetzt der Schatz und der Zugang zum Tunnel? Und wie sollen wir das aus? Am Ende der Geschichte. Okay, wir müssen nur den richtigen Weg durch eure Erinnerung finden. Und wie? Wie soll das was werden? Finden wir hier vielleicht Hinweise irgendwo in der Welt? Sieht aus wie ein Wasserspender. Aber was soll ich drunter halten? Ein Eimer vielleicht. Zum Waschen ist später noch Zeit. Tja, klebriger Lolli. Stillos, aber noch zu gebrauchen. Na lecker.